Der Sommer ist traditionell auch die Zeit der Dorffeste. Das im Zwickauer Ortsteil Hartmannsdorf hat eine lange Tradition. Am vergangenen Samstag lud die Freiwillige Feuerwehr wieder auf das Festgelände am Gerätehaus ein. Neben Bungee-Trampolin, Kegelbahn und einer Bierrutsche hatten die Kameraden erstmals ihren neuen technischen Hilfeanhänger dabei. Symbolisch übergeben wurde er von Bürgermeister Bernd Meyer. Die Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf ist die kleinste Stadtteilwehr in Zwickau. Nachwuchssorgen scheint es aber keine zu geben. Von 150 Einwohnern sind immerhin 36 ehrenamtliche Brandschutzhelfer. Bei ihren Einsätzen können die Kameraden unter anderem auf einen technischen Hilfehänger zurückgreifen. Die modernisierte Ausrüstung wurde beim Dorffest am Samstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Für den Wehrleiter eine längst fällige und notwendige Investition, vor allem wenn es darum geht, lange Rettungswege zu vermeiden. Es ist technische Hilfe, also sprich Schere, Spreizer, Beleuchtung. Dann haben wir noch eine Wechselleitung drauf, aus Gewichtsgründen. Also es hängt jetzt von den Einsatz ab, den wir bekommen. Danach wird der Hänger bestückt. Also wenn jetzt zum Beispiel Hochwassereinsatz, dann kommt die Tauchpumpe drauf und andere Teile runter. Das haben wir schon in der Beladeliste festgelegt. Und das ist in kurzen, kurzer Zeit möglich, das zu wechseln und sind dann einsatzbereit. Unterstützung bei der Anschaffung des Fahrzeuges kam vom Feuerwehramt der Stadt. Der Amtsleiter der Berufsfeuerwehr, der hat mich vorgestern im September gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Hartmannsdorf Schere und Spreizer zu stationieren, weil die Hilfeleistungsfristen aus der Stadt raus nicht immer gehalten werden können. Wir haben dann in Eigeninitiative einen Hersteller gesucht, der vom Hänger unseren Ansprüchen gerecht wird. Und das haben wir dann umgesetzt, haben das in der Berufsfeuerwehr vorgelegt und die haben dann ihr Ja dazugegeben. Nachdem auch der zuständige Bürgermeister und die Stadträte grünes Licht gegeben hatten, konnte der Hänger gemäß den Anforderungen bestückt werden. Zur feierlichen Übergabe machte sich Bernd Meyer höchstpersönlich auf den Weg in den Zwickauer Ortsteil. Ich denke, für den Ortsteil ist heute ein schöner Tag. Mit Hilfe der Stadt Zwickau können wir heute im Grunde einen technischen Hilfeanhänger übergeben. Für eine freiwillige Feuerwehr in der Größe von Hartmannsdorf eine wunderschöne Sache. Entlastet unsere Berufsfeuerwehr. Es ist ein wenig städtisches Geld dabei, das ist auch nicht viel gewesen. Und was ich besonders hervorheben möchte, ist einfach die Tatsache, dass die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr vieles an diesem Hänger in Eigenleistung gemacht haben. Sonst wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Also hier auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Die am Samstag ausnahmsweise mal keine Brände, Hochwasser oder andere Katastrophen bekämpfen mussten. Dafür aber den Hunger und Durst der Festbesucher. Auch in diesem Metier verfügen die Kameraden über reichlich Erfahrung. Wir als Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf haben eigentlich drei Höhepunkte. Das Dorffest, das Hexenfeuer und im Januar machen wir immer noch Tannenbaumbrennen. Und ab und zu mal noch doch der offenen Tür, je nachdem, weil man muss immer die Leute alle zusammenbekommen. Das ist dann auch nicht immer so einfach und ich denke mal, die Bürger nehmen es an. Die Besucher bekamen eine Menge geboten, vom DJ im Festzelt über sportliche Betätigung auf der Kegelbahn oder am Bungee-Trampolin bis hin zum Preisschießen mit der Armbrust. Die Trophäen hatten zwar nicht den Wert des neuen Anhängers, waren aber ein begehrtes Mitbringsel vom Dorffest in Hartmannsdorf. Vorausgesetzt, der Schütze hatte ausreichend Zielwasser getrunken. Und wenn nicht, keine Angst. Im Sommer 2016 gibt es die nächste Gelegenheit und vielleicht einen weiteren Grund zum Feiern bei der Hartmannsdorfer Feuerwehr.